We'll be right back.
Ihr hört die Electro Lecture Live in der noch ersten Stunde hier. Mittlerweile ist auch unser Matu eingetroffen. Ja, mittlerweile nicht so, ne? Also ich möchte anmerken, ich war schon um 20 nach da. Wow. Ja, hast dich wieder selbst übertroffen. Definitiv, ich bin schnell hochgebarst. Gut, dass kein Blitzer auf dem Weg ist. Ah, das würde ich nicht so sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall schön, dass du da bist. Immer wieder total gerne. Wir haben uns dich auf den Termin gefreut, vor allem mit den beiden hier vorne an den Decks. Ich hoffe, ihr hört zu. Fulminant. Auf jeden Fall. Wie ist das mit dem Verzerren hier von der Nummer? So macht man das heute, oder? Ja, es ist definitiv so gemixt und gemastert. Ne? So kratzt alles ein bisschen. Okay. Ja, es geht halt in die Richtung. Ich dachte gerade schon, oh, wir sind zu laut hier, ich muss ein bisschen leiser machen, aber es ist tatsächlich so gewollt, ja. Ne, ich glaube, das ist so der Retro-Duft, der so widerspielen soll, so die alten Zeiten, ne? Ja. Ich meine, kann man Jacking House sagen? Kann man Jacking House? Würde ich, ja. Bisschen Chicago Detroit angehaucht. Ja, genau. Ja, geile Nummer. Auf jeden Fall übelst oldschool. Hammer. Genau mein Ding, ey. Die Jungs sind fulminant. Ja, ja, worüber können wir quatschen? Ich glaube, unser Stadtfest. Richtig, ja. Wir hatten es in der letzten Sendung angekündigt. Villa Watz Festival Open Air Party, 2 Tage lang, vor 2 Wochen stattgefunden hier in Siegen, auf dem Platz vorm unteren Schloss. Ja, war auf jeden Fall eine fulminante Geschichte. Ich hoffe, ihr habt es mitbekommen. Die Akustik, man kann einfach immer nur wieder über die Akustik sprechen, wer es gesehen hat. Ja, die hat eine schöne Anlage aufgebaut, das stimmt. Ja. Function One. Schon eine geile Sache, ey. Ich persönlich, konntest du jemals über so eine Anlage spielen? Ich habe sie einmal im Monitoring gehört, aber war schon grandios auf jeden Fall. Ist was anderes, ja. Ja, ich habe sie auch nur einmal in der Zeche gehört, in Essen. Also als Club-BA habe ich die schon sehr oft gehört, ja. Ich hab mich ja auch schon öfter in Ibiza rumgetrieben, da war das damals so fast das Standardsystem. Ja, das stimmt. Ja, mittlerweile ist das ja fast flächendeckend so vertreten, das Teil. In den guten Clubs oder in den guten Locations definitiv mittlerweile, ja. Ganz genau. Ja, so viel zur Technik. war auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung. Wir hatten den Opening-Slot am Freitag, hat uns auch Spaß gemacht. Dazu gibt es auch einen Videomitschnitt mit unserem Set. Den gibt es auf unserem YouTube-Channel. Ja, ganz genau, so ein Villa Watz Special. Einfach mal reinschauen, dann seht ihr uns mal beide on the next mal zusammenspielen. Ist echt ein schönes Set geworden. Ja. Kann man sagen, glaube ich, also ohne dass man eingebildet ist. Ja, ist eigentlich dafür, dass wir es nicht wirklich eingeübt haben oder so und das spontan kam, war es echt cool. Ja. Ist gut geworden. Wir hatten wettertechnisch war es nicht ganz optimal. Ja. Ja, also ich fand insgesamt war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Ja, hätte ein bisschen mehr Sonne sein können. Genau, das nächste Mal kommt ihr alle ein bisschen früher insgesamt so, aber war schon lohnend, denke ich mal. Und wird es auch wieder geben, so wie ich gehört habe. Von daher nächstes Jahr dann. Gut, wir posten dann auf jeden Fall auch nochmal das Video auf unserer Facebook-Seite electrolecture@campusradio-siegen. Da könnt ihr auch sonst nochmal gucken. Und ja, was gab's sonst? Ja, letzten Samstag war ich im Wolkenkuckucksheim. Habe ich gespielt, Plan B Party war sehr geil, guter Vibe gewesen. Ja, ich glaube mit Cayetanos und Kurtney, Handbeak. Ja, war jetzt auch zuletzt mal hier bei uns. Nice. Ja, hat Spaß gemacht mit den Jungs, waren auch gute Leute da. Also, was Techno betrifft im Moment, auf jeden Fall der Laden. Wolkenkuckucksheim, Hindenburgstraße. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, obwohl die jetzt auch in Sommerpause gehen. Für einen Monat, habe ich gelesen. Wie ich gehört habe, ja. Gut. Ja, bis gleich, würde ich mal sagen. Genau, wir erzählen euch gleich auch noch, was an Veranstaltungen demnächst hier auf euch zukommt. Genau, in der nächsten Stunde. Bis dann kommen auch noch unsere Gäste Raum und Zeit, die an den Deck sind hier und wieder sehr Boogie-Woogie-Sound hier im Hintergrund gerade zocken. Brachbar ist hier. Geile Nummer. Bis später, Leute. Tschö. What's there, okay?
Thank you.
sorry. But I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. And those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Oh,
die Electro Lecture hier live aus dem Studio im Hölderlin-Gebäude mit Matt Venger und dem Matteo Spiel am anderen Mikrofon. Ja, wir sind wieder da. Genau, wir haben noch ein paar Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen hier stattfinden werden im Raum Siegen für euch hier zum Ankündigen. Und zwar geht's los mit nächster Woche Samstag. Genau, ich glaube sogar erstmal geht's los mit Freitag am 7. Juli. Ist das Freitag? Freitag, dann genau. Habe ich mich vertan, sorry. Freitag ist erstmal Nachtisch, die Clubnacht mit Alexander Kiosev. Ja, ein Bulgar, den die eingeladen haben, wird im Vortex gemacht. Ja, wird ein guter Abend, glaube ich. Ja, Mitarbeiter Schmeck und Cayetanus, Homies von uns, genau. Die waren auch in den letzten Monaten hier. Wer letztes Mal dabei war, war ein super Abend eigentlich. Auf jeden Fall. Bei der letzten Party. Wir sind wir da? Ich bin da. Also ich versuche auf jeden Fall da vorbeizugucken, klar. Nice. Ja. Nachtischparty nächste Woche Freitag mit einem bulgarischen DJ, Alexander Kiosev. Guckt's euch an, ist bestimmt wieder guter Sound. Die Leute haben eigentlich immer coole Gäste, von daher sollte das was werden. Ja, danach die Woche gibt's auch im Vortex eine Party am Gleis. Von Phil 2 ist das eine Party mit Kimita. Da könnt ihr auch vorbeigucken. Ist mit Sicherheit empfehlenswert. 14. Juli, merkt euch das im Vortex. Und danach die Woche im Wolkenkuckucksheim, Samstag, gibt's den Kahn, den Phil 2, Anno und Daniel Haller. Ganz genau, alles im WKH. Im WKH. Das war's eigentlich schon. Das waren die nächsten Wochen und dann sind wir auch schon wieder mit der Juli-Sendung dran und berichten euch über weitere Dates, genau. Followt uns auf Facebook und wie. Genau. electrolecture@campusradiosiegen, sucht danach, liked uns und dann kriegt ihr auch die Mitschnitte und Postings zu unserem YouTube-Channel und so weiter. Und der Matu geht jetzt mal an die Plattenteller und spielt die nächste Stunde hier ein Vinylset für euch und ich werde gleich unsere Kumpels von Raum und Zeit interviewen, dass sie auch noch ein paar Worte hier sagen können. Weiterhin viel Spaß.